An den Ufern der Havel lebte um die Mitte des 16. Jahrhunderts ein Rosshändler namens Michael Kohlhaas. Das Muster eines guten Staatsbürgers, das Rechtgefühl aber machte ihn zum Räuber und Mörder. Das sind die Pferde nicht, die 30 Goldkirchen wert waren! Sie sind ein wenig auf den Feldern gebraucht worden. Wenn der Hans Arsch das völkische Pack Pferde nicht wiederhaben will, dann soll er es eben bleiben lassen. Die Rappen, die er ihm abgenommen und auf den Feldern zugrunde gerichtet. Das Schwert, Bisse, das du führst, ist das Schwert des Raubes und der Mordlust. Aber die Stadt in Brand gestellt. Dieser Vorschlag hebelt den Rechtsstaat aus. Aber wenn wir den Moment nicht Herr werden, dann wird es hier bald keinen Rechtsstaat mehr geben. Das, was wir hier haben, das will ich bewahren. Das ist das Ziel. Also hören Sie gefälligst auf, Angst zu haben. Es gibt keinen Grund, vor uns Angst zu haben. Wenn die oben nicht mehr können und die unten nicht mehr wollen, dann dreht sich das alles. Was soll ich tun? Soll ich meine Sache aufgeben?